Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn dieser ist in einer knappen halben Minute da und dann mal schauen, was heute reinkommt. Gestern gab es hier einmal den neuen Penny-Skin, den zeige ich mal ganz kurz. Ist ja hier ein Rette-die-Welt-Skin und jetzt gleich mal schauen, was dann heute reinkommt. Lasst auf jeden Fall gerne mal an der Stelle ein Abo hier, ihr seht hier jeden Tag wirklich den neuesten Shop und mal gucken, 3, 2, 1... Und mal schauen. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Harley Quinn Paket ist wieder zurück. Das kam jetzt sehr unerwartet. Okay. Ein cooler Shop heute. Wir haben auch gerade gesehen, ganz rechts gibt es dann hier nochmal die Penny. Wir fangen jetzt aber ganz links hier mit dem Harley Quinn Paket an. Hier gibt es dann jetzt die Harley Quinn zurück. Ist schon über 180 Tage her, wo die im Shop war. Hier gibt es auch direkt noch einen zweiten Stil, den man freischalten kann. Und dazu gibt es im Paket einmal noch hier die Hacke Punchline. Und auch hier die Hacke Gute Nacht. Ja, und dann hier halt die Aufgaben. Und zusätzlich gibt es hier noch ein weiteres Paket. Und zwar einmal hier mit dem Batglider, mit dem Bat-Signal-Emote. Sehr heftig. Und dann gibt es hier noch einmal das Meister der Kampfkunst. Und halt noch hier Musikstück. Auf jeden Fall heute, dieses Paket ist zurück nach 307 Tagen. Dann gibt es auch hier die Catwoman, auch diese ist heute zurück nach 307 Tagen, hier auch im Paket mit den Catwoman Skin, den gibt es ja hier noch in einer zweiten Variante und dann gibt es hier noch einmal die Katzenkrallen und auch noch hier Peitschenknall, das Emote. Ja, auf jeden Fall hier die Pakete, die heute dann wieder im Shop sind. Auf jeden Fall mega selten gewesen. Die hier sind zurück nach 307 Tagen, genauso wie dieses hier. Und dieses Paket ist zurück nach 181 Tagen. Dann gibt es daneben nochmal die Sachen alle einzeln zu kaufen. Hier auch nochmal mit der Catwoman. Hier kann man nochmal alles einzeln kaufen. Ja, und das hier sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Schützer und Creator klicken und den Code DETOR eingeben. Würde mich extrem freuen. Und wir gehen auch schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es ganz vorne einmal hier die Sternbotin zurück. Ein cooler Skin mit diesem Stern hier oben drauf. Hier auf dem Rückenteil auch mit dem Stern. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut und ist toll zurück nach 18 Tagen. Dann gibt es da drunter einmal den Flamingo-König. Ist ein relativ lustiger Skin. Eigentlich halt nur so ein lustiger Spaß-Skin. Kann man machen. Ist toll zurück nach einem Monat. Und dann gibt es einmal hier dynamisches Feuer. Eine animierte Lackierung, die auch hier beim Schießen immer so aufleuchtet. Ist ganz okay und zurück nach 23 Tagen. Und darunter gibt es einmal Crisscross. Heute zurück nach 24 Tagen. Und dann gibt es einmal hier Knacks. Nach 96 Tagen zurück, ein altes Season 3 Mode. Und dann gibt es hier noch einmal Pausenvergnügen. Heute nach 18 Tagen zurück. Ja, da zeigt ihr ein paar Tricks. Ja, und dann gibt es wie gesagt noch hier die Penny. Und das war's dann hier schon mit dem Shop von heute.